Es ist da. Es ist schneller da, wie erwartet. Moin moin und herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem Kanal. Es dreht sich um Flugzeuge. Aber nicht um die großen, sondern Miniaturflugzeuge. Maßstab 1 zu 500 und bald auch 1 zu 400. Ich habe als Kind angefangen mit 1 zu 500 und bin da hängen geblieben bei Herpa. Und darum geht's. Nämlich Juli hat Herpa immer den Tag der offenen Tür. Hier sieht man auch Tag der offenen Tür 2020 digital. Und dann gehen wir mal ein bisschen runter zu den Angeboten. Sondermodelle Tag der offenen Tür. Das ist das Sondermodell für die Flugzeugfans. Da bin ich mir unsicher, ob ich das wirklich haben will. Mich interessieren zwei andere Sets. Und die sehen wir hier untereinander. Das ist zum einen das Airbus-Wunschpaket und zum anderen das Boeing-Wunschpaket. Obwohl, Wunschpaket ist schon ein bisschen was anderes eigentlich, weil, wir sehen es hier, Beispielfoto einer möglichen Zusammenstellung. Das heißt, diese drei Flugzeuge, die da zu sehen sind, müssten nicht drin sein. Ich würde mir wünschen, wenn ich mir was wünschen darf, ist ja ein Wunschpaket, ich hätte gern die A340 von South African Airways, weil ich liebe South African. Als Kind hatte ich das als Modell, das war eins meiner ersten Modelle und seitdem finde ich diese Fluggesellschaft einfach cool. Das würde mich freuen, wenn es drin ist. Mit den anderen, ja, kann ich mit leben. Und dann legen wir es mal in den Warenkorb. Wollen aber weiter einkaufen, denn wir wollen ja noch zu Boeing. Genau. Und bei Boeing ist es ähnlich wie bei Airbus. Da gibt es auch eine Maschine, die ich gerne dabei haben würde. Und das ist Aero Mexico. So, nun könnte man ja sagen, okay, das sind die beiden größten. Die Wahrscheinlichkeit ist schon gegeben, dass die als catchy Flugzeuge drin sind, aber wir wissen es nicht. Ich bin total gespannt, was da rauskommt. Auch dieses Set legen wir in den Warenkorb und bestellen. Alle Daten eingegeben und nun beim Checkout sehe ich noch, was ich ganz vergessen habe. Als Mitglied kriegt man ja auch noch 10% Rabatt. Das heißt, das sind nochmal 10 Euro, die, also fast 10 Euro, die runtergehen. Und damit ist das echt ein gutes Angebot. Ich bin gespannt, was kommt. Und jetzt heißt es abwarten und Tomatensaft trinken, weil das kann nun einige Tage dauern. Tomatensuppe ja, aber Tomatensaft? Mm-mm. Es ist da! Völlig überraschend, eigentlich sollte es erst morgen kommen. Es ist schon gestern gekommen und ich musste mich echt zusammenreißen, nicht da reinzugucken, weil ich bin gespannt, ob sich dieser Einkauf gelohnt hat. Deswegen öffnen wir es nun und gucken mal rein. So, noch einmal die andere Seite und schon können wir reingucken. Wir erinnern uns, 48,69 € oder so pro Set. Und wir haben hier das Boeing-Set. Und hier das Airbus-Set. Das ist dann auch alles, was hier drin war. Airbus, Boeing. Mit was fangen wir an? Wenn man sich das anguckt, das Boeing-Set ist ein bisschen größer. Damit fangen wir auch an. Vorsichtig, nicht, dass wir da drin was kaputt machen. Ja, damit haben wir schon mal eine Überraschung. Das kleine ist eine Boeing 727-200 von Kiwi Limited Edition. Kiwi International Airlines. Einmal
gezeigt. Dann haben wir, ich glaube, ich sagte, dass ich die Shiner Southern 737-800 habe. Wenn das gelogen war und ich sie wirklich noch nicht hatte, dann habe ich sie nun. Das war die Maschine aus dem Angebot, wo ich dachte, ah, muss nicht unbedingt sein, habe ich ja schon. Aber die war dabei. Und nun kommen wir zur Überraschung. Ich wollte ja gern den Dreamliner von Aero Mexico. Was ich gekriegt habe, ist eine Boeing 747-100 von Wart Air Canada. Das heißt, ich hoffe, die steht scharf. Ich zeige auch die gleich nochmal ausgepackt. Zwei von drei Maschinen waren nicht abgebildet. Und ich bin gespannt. Ich packe sie gleich aus und gucke sie mir an. Muss ich vielleicht doch nochmal bestellen. Oh, wer weiß. Noch ist ja bei Herpa Tag der offenen Tür und da gibt es dieses Angebot. Und ich glaube, ja, mal gucken. Wir gucken mal, was hier drin ist. Wir erinnern uns, bei Airbus wollte ich gerne die South African Airways, die A340. Mal gucken, ob die dabei ist. Und was haben wir hier? Diesmal mache ich es ein bisschen anders. Okay, fangen wir mit der kleinsten an. Eine Sichuan Airline Airbus A321. Ich muss mal gucken. Ich glaube, die habe ich auch. Mein Sammelgebiet sind halt asiatische Fluggesellschaften. Und normalerweise haben die Leute die wahrscheinlich nicht. Aber irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Ich werde mich gleich mal auf die Suche begeben, ob ich die beiden habe oder nicht. Und schauen wir mal weiter. Aber eine coole Maschine. Gucken wir uns auch gleich alles nochmal ausgepackt an. Aber erstmal geht es denn hier weiter. Und ich bin gerade froh, dass ich noch nicht auf dem... Da ist auf jeden Fall eine A340-600 drin. Aber von welcher Fluggesellschaft gucken wir gleich. Erstmal weiter. Ich bin froh, dass ich nicht bei Herpa nun gerade eingekauft habe. Da sind ja so 20% Rabatt. Und da ist unter anderem auch die dabei. Eine A310 von Pakistan International Airlines. Und da hatte ich mir mal angeguckt, weil ich die Bemalung sehr schön fand. Und dachte, ne, wartest erstmal ab, was in diesem Paket drin ist. Gute Entscheidung. Wirklich gute Entscheidung. Die habe ich definitiv noch nicht. Und zum Glück auch nicht nochmal bestellt. So, und nun kommen wir zur A340. Aber ist es South African? Ist es? Leider nicht. Es ist Mahan Air. Und ja, Überraschungsbox halt. Das heißt, die ich mir gewünscht habe, waren nicht drin. Hier ist auf jeden Fall eine A340 drin. Das ist schon mal cool. Vielleicht muss ich nochmal bestellen. Ich möchte South African. Und bei dem Boeing-Set ist sogar eine 747 drin. Also auch cool. Gut, das heißt, wir packen nun mal aus und gucken uns die an. Genauere Reviews über diese Modelle jetzt in den nächsten Tagen auf meinen Kanal geben. Aber ich will sie ja alle einmal wenigstens ausgepackt zeigen und das machen wir mal eben. Ja, im Hintergrund ist ein bisschen Chaos ausgebrochen. Auf der Suche nach den beiden Flugzeugen, bei dem Airbus von Sichuan Airlines, bin ich mir aber inzwischen gar nicht mehr so sicher. Vielleicht habe ich sie auch nur beobachtet. Bei der China Southern bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich die habe. Aber ich habe sie nicht gefunden. Ja, die coolsten Maschinen hier sind tatsächlich
beim Größten. Wer hätte es gedacht? Die Wader. Macht schon ordentlich was her. Und auch die Mahan Air. Hätte ich mir wahrscheinlich so gar nicht gekauft. Passt natürlich in so ein asiatisches Ensemble sehr gut rein. Und das Coole ist, da sind nun echt zwei, drei Maschinen zwischen, die ich mir so nicht gekauft hätte. Also die Wart Air und auch die Mahan Air hätte ich mir definitiv so nicht gekauft. Aber irgendwie freue ich mich, dass ich sie nun habe. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich nochmal zuschlage. Sind ja noch ein paar Tage Zeit und da kann man sich ja nochmal überlegen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Ausbeute und in den nächsten Tagen wird es Fotos auf Instagram und Videos auf YouTube zu diesen Flugzeugen geben und ich werde sie ein bisschen genauer anschauen und kleine Reviews für jedes dieses Modells machen. Wenn du Interesse hast, gerne abonnieren und in den nächsten Tagen wieder vorbeischauen. Und ich bewundere so lange einfach weiter die Flugzeuge.